begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Vortrag. Unser Thema heute ist Patientenzufriedenheit. Ein Hauptaspekt davon ist die Übelkeit und das Erbrechen nach Narkosen. Das ist aber nur ein Aspekt. Es gibt noch weitere Aspekte. Da werde ich noch 2 bis 3 weitere mit Ihnen nachher kurz durchgehen. Dazu Patienten befragt, was sie denn unbedingt nicht wollen im Zusammenhang mit Narkosen und Operationen. Und da sehen Sie, dass Erbrechen ganz weit vorne steht. Ich möchte Ihnen in diesem Bild nur zeigen, dass die Übelkeit, die oben steht, und das Erbrechen, das unten steht, nichts miteinander zu tun haben. Die Ulm gemacht, die haben 1000 Anästhesisten, also eigentlich theoretisch Leute vom Fach befragt und haben mal, was ist denn Ihrer Ansicht nach ursächlich für diese PONV-Problematik? Also die anästhesiespezifischen Ursachen an. Und hier hat man einfach verschiedene Anästhesietechniken bei einer Operation verwendet, von dem man angenommen hat, dass die PONV hervorruft, nämlich eine Herniotomie und die Reizung des Peritoneums. Von da ist man ausgegangen, hat gesagt, das macht per se schon mal eine. Das Ganze hat man nochmal dann in anderen Studien auch so dargestellt. Sie sehen in der unteren Achse die Zeit und in der oberen die Inzidenz der Übelkeit. Und Sie sehen, volatile Anästhetika haben alle zeitabhängig auch noch eine erhöhte Inzidenz von PONV. Das ist auch wieder eine tolle Studie mit fast 6000 Patienten. Die haben sich angeguckt, welche Prophylaxe kann ich denn machen? Da, das, was zu erwarten war, ist, dass man, dass alle in diesem Falle, die ersten 3 Substanzen, alle Anti-Emesis-Medikamente gleichermaßen. Und dann haben sie ja diese einen patientenspezifischen Risikofaktor. So, jetzt haben wir dann uns 4 Punkte ausgedacht mit einer erhöhten Inzidenz. Jetzt kann man daran ein Prophylaxeschema adaptieren. Dazu kann ich Ihnen das jetzt nicht ersparen, eine Number Needed to Treat einfach mal kurz zu erklären, weil das ist etwas, was Ihnen im Berufsweg immer wieder begegnen wird. Daraus ergibt sich jetzt ein Stufenschema, ein risikoadaptiertes. Sie sehen hier, Inzidenz zu erbrechen, wieder mit den 4 Risikopunkten. Alle von diesen Substanzen, Sie sehen ja, da sind ein Haufen Substanzen, machen oder können das Problem einer QT-Verlängerung machen. Das kennen die meisten. Injektionsschmerz, wo kommt der her? Da hat man 2 Gründe, nämlich A, das Gefäßendothel wird unmittelbar. Das kann man machen. Und Sie sehen schon, allein an der Menge der Vorschläge ist, dass es auch da leider keinen goldenen Weg gibt. Und jetzt kommt auch noch mal was ganz anderes, wo, was ich auch spannend finde. Es gibt im Herzzentrum, gab das in Jena, hat man sich angeguckt. Jetzt kommt eigentlich der Punkt, der mir am wichtigsten ist. Und zwar die Kommunikation. Sie wissen selber, dass es die Patienten, die Sie sehen, die müssen innerhalb von kürzester Zeit zu Ihnen das Vertrauen fassen, dass Sie sie retten.